Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei mir. Ja, über die ganze Weihnachtszeit habe ich mich gar nicht gemeldet, beziehungsweise bin ich einfach nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen. Ja, schön, dass du trotzdem noch da bist. Ich bin die Andrea, habe schon relativ lange diesen Kanal und habe auch schon sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie es weitergeht mit dem Kanal, wie er sich verändern soll oder wie er am besten zu mir passt. Und ich muss sagen, jetzt über Weihnachten hatte ich dann, also beziehungsweise als Weihnachten dann vorbei war zwischen den Jahren und im neuen Jahr, hatte ich doch recht viel Zeit darüber nachzudenken. Es gibt eigentlich so vier große Themen, über die ich hier und da mal Videos gemacht habe und die sind halt alle sehr unterschiedlich, sprechen verschiedene Personengruppen an und ja, ich habe immer versucht, meinen Fokus auf eine Sache zu legen, was mir aber irgendwie nicht gelingt. Und vielleicht kennt der ein oder andere das auch von euch. Ich bin immer so neu angefixt von irgendwelchen Sachen und dann springe ich immer so mit meinen Interessen hinterher. Und die vier großen Interessen von mir sind Stricken, Sticken, Bücher und Puffers. Und da ich das ja irgendwie auch so schlecht voneinander trennen kann, weil es eigentlich alles so zu mir gehört, habe ich gedacht, ich biete einfach alles. Und wer Interesse von euch hat, das ein oder andere Video zu gucken, der kann ja zuschalten und ansonsten, ja, kann er sich dann das Video einfach nicht anschauen, wenn es ihn nicht interessiert. Also zum Beispiel Booktuber interessieren sich ganz oft nicht für Parfum und jetzt habe ich mir gerade eine Tageszeit ausgesucht, wo das Licht wieder super rein leuchtet. Ja, oder Menschen, die stricken, obwohl Menschen, die stricken und sticken, interessieren sich oft für Bücher. Aber mit Parfum, das ist dann doch nochmal so eine andere Kategorie. Und ja, da wird es auch nicht so viel Content geben, aber ich dachte so, ab und zu habe ich schon mal Lust, sowas abzudrehen. Und wen es interessiert, der kann ja sich das anschauen. Aber ich dachte so, werde ich mir vor allen Dingen am ehesten gerecht. Nicht, indem ich einen Zweitkanal aufmache, dann müsste ich ja vier Kanäle aufmachen. Und nicht, dass ich spezifisch auf ein Thema ausgerichtet bin, sondern dass ich euch einfach alles biete und ihr nach Lust und Laune einschalten könnt oder nicht. So habe ich es jedenfalls geplant. Und ich probiere es jetzt einfach mal und schau mal, was dabei rumkommt. Am besten kennzeichne ich das dann auch oben im Titel, dass ihr genau wisst, ah, diesmal geht es um Stricken, diesmal geht es um Bücher und dass ihr Bescheid wisst. So, das nur mal zur kurzen Einführung. Ich habe mir jetzt gerade mal einen leckeren Schokokaffee gemacht aus meiner Lieblingstasse. Einer meiner Lieblingstassen, ich habe ja mehrere. Und ja, die finde ich ganz grandios. Die habe ich mir mal irgendwann in so einem ganz tollen Möbelhaus gekauft. Das heißt Maison Martin. Nee, ich weiß es. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich gehe da auch nicht so oft hin. Das ist so eher aus Selbstschutz. Aber die Tasse, die musste damals mit. Die fand ich so schön. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes zu trinken dabei und habt Lust, heute bei einem Buchvideo dabei zu sein. Muss man das alles hier so schön machen? Die Kette habe ich nämlich gestern geschenkt bekommen von meinem Sohn, das Wahnsinnskind. Ihr werdet mich jetzt immer mit der Kette sehen, die nehme ich nie mehr ab. Die ist so süß, da ist ein kleiner Papagei dran. Love it. Ja, genau. Heute gibt es ein Buchvideo. Langer Rede, kurzer Sinn. Und zwar habe ich Bücher aussortiert. Das mache ich ja hin und wieder mal und verkaufe die dann meistens auf Medimops oder beziehungsweise Momox und bringe die in Bücherschränke. Ich verteile die immer so. Und ja, dadurch ergab sich, dass ich einen Gutschein habe oder hatte. Den habe ich jetzt natürlich verbraten. Ein Gutschein für meinen letzten Verkauf. Das kann man ja auch oft machen, dass man dann auswählen kann, ob man das Geld auszahlen
lassen möchte oder ob man einen Gutschein dafür haben möchte. Und ich habe mich für den Gutschein entschieden und da sind jetzt neue Bücher eingetrudelt, die ich gerne lesen möchte. Und ich bin sehr gespannt. Das Paket ist eben gekommen. So in der Größe ist es. Also es ist recht übersichtlich. Es ist jetzt keine Riesenbestellung. Da war aber auch das ein oder andere dabei, was ein bisschen teurer war. Also das Licht ist echt krass. Wartet mal kurz, ich mache mal kurz Stopp. Oder ich rutsche einfach ein bisschen mehr nach links. Das geht natürlich auch. Genau, also das Paket ist gerade angekommen mit unserem DHL-Boten. Und ich weiß nicht, ob ich es dazu sagen muss. Das ist eine Dauerwerbesendung. Alles, was ihr bei mir seht, könnte euch zum Kauf verleiten. Und deswegen ist es eine Dauerwerbesendung. Ich mache das jetzt mit euch auf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da sind zwei ältere Bücher drin, die ich gebunden bestellt habe. Ich war mit mir die ganze Zeit am Hadern, bestelle ich sie als Taschenbuch oder gebunden. Bei gebundenen Büchern ist das ja immer so eine Sache. Und der Zustand war gut. Muss noch mal ein bisschen drücken. Der Zustand war gut. Und da hat man oft das Problem, dass dann der Schutzumschlag fehlt. Und das finde ich immer sehr schade. Aber was soll man machen? Und ich habe gedacht, ich lasse mich einfach mal überraschen. Das, wie gesagt, eigentlich wollte ich die Taschenbücher, aber die gebundenen Bücher. Ich wollte jetzt auch nicht mehr ausgeben, als ich den Wert vom Gutschein hatte. Die gebundenen Bücher waren tatsächlich günstiger als die Taschenbücher. Ja, und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich gesagt, gut, ich bestelle es mir. Und ich bin echt gespannt, ob die Umschläge dabei sind. Wenn nicht, habe ich gedacht, bastel ich mir vielleicht einen Umschlag. Kann ja ein bisschen kreativ werden, wer weiß. Also, ihr könnt jetzt mit mir gespannt sein, wie die Bücher aussehen. Ich habe nur noch so ungefähr im Kopf, was ich bestellt habe, weil ich öfter hin und her geswitcht habe und öfter meine Meinung geändert habe. Eigentlich hatte ich dann einen Thriller drin. Dann habe ich gedacht, ach nee, lieber doch keinen Thriller. Und naja, ihr kennt das hin und her und her und hin. Im Endeffekt weiß ich jetzt nur noch grob, was drin ist. Und ihr könnt mit mir gespannt sein. Okay. Okay, das ist ein Uraltbuch. Da war mir schon klar, dass das wirklich in einem verranzten Zustand eventuell kommt. Und zwar von Kiana Davenport oder Davenport, Haifischfrauen. Ich möchte gerne mehr über. Moment. So, meinen kleinen Niesanfall musstet ihr nicht mitbekommen. Ich möchte gerne mehr von haitianischen oder karibischen Autoren erfahren und lesen. Es gibt so den ein oder anderen Autoren oder die ein oder andere Autorin, die ich kenne, aber hier in der deutschen Übersetzung liegt tatsächlich recht wenig vor. Und dann habe ich eben das entdeckt. Die meisten Bücher sind natürlich in Englisch erschienen. Da gibt es auch einiges. Ich habe verschiedene YouTuber abonniert, die sich speziell auf karibische oder ja doch auf karibische Autoren eingeschossen haben. Aber leider gibt es da vieles nicht übersetzt und ich tue mich wirklich schwer, englische Bücher zu lesen. Also englische Romane. Ich möchte ja gerne alles, ja. Ich möchte alles, wie soll ich sagen? Ich möchte es genießen. Und wenn ich dann ganz oft nachschlagen muss, dann unterbricht es so den Lesefluss. Und, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, englische Bücher zu lesen, wenn ich die Autoren entdecken möchte. Weil, ja, es scheint nicht so die große Nachfrage zu sein, wenn jetzt auf der Buchmesse mal das Gastland. Ich weiß nicht, Hawaii wäre oder so, dann wäre das was anderes. Dann ist natürlich der Fokus darauf gerichtet, aber so ins Blaue hinein, ja, gibt es halt leider auf dem deutschen Markt wenig. Und ja, Haifischfrauen, das ist schon ein sehr alter Roman. Der ist echt schon ganz schön heiß. 1996 ist diese Ausgabe erschienen.
Guck mal, wie das aussieht. Aber ich finde, oh, ich mag das. Das hat irgendjemand auf jeden Fall gelesen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss sind Leserillen drin. Das spricht ja für das Buch. Und jetzt will ich gerade mal gucken. Ich lese euch. Soll ich euch vorlesen? Ja, ne? Interessiert euch schon, falls ihr es noch nicht kennt. Ein Meisterwerk, ein Frauenepos von gewaltiger erzählerischer Kraft, der man sich ebenso wenig entziehen kann wie seiner Botschaft, nämlich dem Ruf nach kultureller Eigenständigkeit. Wer Haifischfrauen gelesen hat, wird Hawaii mit anderen Augen sehen. Kiana Davenport hat uns eine Geschichte geschenkt, so dauerhaft wie die Perlen, die die außergewöhnlichen Frauengestalten dieses Buches von Generation zu Generation weitergeben. Oh. Und hier steht von der Berliner Morgenpost drauf: ein faszinierendes Frauenepos voller Romantik und Brutalität, mitreißend wie die Ozeanwellen, von denen die Rede ist. Ein Weltroman. Und die Autorin sieht auch sehr nett aus, finde ich. Ich bin sehr gespannt. Das Buch ist recht umfangreich. 653 Seiten. Hinten ist ein Register, wo verschiedene Wörter nochmal erklärt werden. Es geht ja um die Kultur dort. Und hier ist eine Karte von Hawaii. Und ich würde jetzt zu gerne mal dorthin reisen. Am liebsten nach Oahu. Ja. Nummer 1. Freue ich mich drauf. Oh mein Gott. Und das war eins der teuren, weil es das noch gar nicht so lange gibt. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Von 23 ist das. Und das ist geschrieben von Ruth Shaw, der Buchladen am Ende der Welt. Der ist nicht gelesen. Und das war mir fast schon klar, dass das in einem guten Zustand kommt. Das war auch eins der teureren Bücher hier. Und dort steht, das ist halt auch so ein Sinnfindungsroman von einer Frau, die auszog und ganz viel erlebt hat und sich dann eben scheinbar so habe ich es jetzt interpretiert, mit einem Buchladen am Ende der Welt versucht, sesshaft zu werden. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht. Ich lese euch vor, worum es geht. Das Leben ist eine wilde Reise. Ganz weit am Ende der Welt, im Süden Neuseelands, steht ein winziger kleiner Buchladen. Er gehört einer Frau mit einer unfassbaren Lebensgeschichte. Ruth Shaw verlor ihr Kind und ihre große Liebe. Sie segelte jahrelang über den Pazifik, wurde von Piraten überfallen, wegen Glücksspiels verhaftet, war Schweinezüchterin und Köchin für einen Erzbischof. Heute verkauft sie Bücher im abgelegenen Fjordland oder verschenkt sie. In ihren Memoiren verwebt sie Anekdoten über die Menschen, die ihren Buchladen besuchen, mit den bittersüßen Geschichten aus ihrem abenteuerlichen Leben. Ein Buch über Trauer und Verlust, aber auch über die Liebe zum Leben, zur Welt, der Bücher und zur Weite des Ozeans. Sehr süß gemacht. Das ist hier so eine Klappbroschüre. Das ist die Autorin. Ich finde das immer schön, dass die Bilder oft hinten abgedruckt sind, dass man auch so ein Gesicht dazu hat. Finde ich immer total spannend. Und da geht es mit Sicherheit auch um Trauerarbeit oder ich finde das immer sehr inspirierend, wie Menschen durch harte Zeiten gegangen sind und was sie daraus gestärkt eventuell hervorgebracht hat. Oder ja, Menschen, die eine schlimme Zeit ihres Lebens durchleben und berichten darüber, wie sie da rausgekommen sind irgendwie. Ich finde das immer sehr inspirierend und tröstend. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt darüber oder darauf. Und jetzt kommt ein Buch, wo ich dachte, das kommt ohne Umschlag, aber es kommt mit Umschlag. Die Donnertat, ne? Ich habe jetzt wirklich gedacht, wie heißt der von Matrix? Keanu Reeves? Ich dachte, das wäre Keanu Reeves. Der Distelfink. Aber ich muss anders anfangen. Oh Gott, haben die eins. Nee, da ist es. Oh, der Umschlag ist auch dabei. Ich habe nämlich zwei Bücher von Donnertat bestellt.
Und das waren wirklich in der Tat auch mit die teuersten. Nee, das nicht, aber das gibt es selten nur noch gebunden. Und zwar habe ich gerade, oder ich lese gerade einen Krimi, in dem dieses Buch erwähnt wird, die geheime Geschichte. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Menschen, die diese Geschichten nicht kennen. Ich gehöre zu den wenigen, die wirklich die Bücher noch nicht gelesen haben. Asche auf mein Haupt, und diese Unkenntnis soll jetzt damit sich erledigen. Und ich möchte die geheime Geschichte lesen. Zum einen, wie gesagt, weil sie Erwähnung findet in einem Krimi, den ich gerade lese, aber da komme ich dann sicherlich die Tage noch mal drauf, wenn ich euch von dem Krimi erzähle, wenn ich ihn fertig habe. Und ich habe das letzte Video gesehen von Sarah Sophie über ihren Lesemonat. Ich meine, es war Lesemonat Dezember, und da hat sie die geheime Geschichte gelesen, und sie hat das so toll rezensiert, und sie hat mir zusätzlich noch Lust gemacht, diese Geschichte zu entdecken, dass ich es mir jetzt bestellt habe. Und ja, ich freue mich, dass da noch der Umschlag dabei ist. Ich habe wirklich gedacht, ich drucke mir das aus und bastel mir das dann selbst oder so. Denn oft ist es ja so, dass in den Taschenbüchern die Schrift sehr, sehr klein ist. Also wenn es nicht gerade eine broschierte Ausgabe ist, sondern eine Taschenbuchausgabe, ist die Schrift oft sehr klein. Und ich habe gedacht, okay, im gebundenen Buch kannst du es vielleicht ein bisschen besser lesen. Es ist okay von der Schrift. Es ist wirklich okay. Es ist natürlich erwartungsmäßig nachgedunkelt mit der Zeit. Aber hey, es sind gebrauchte Bücher. Ich würde da jetzt wirklich nicht auf Kleinigkeiten gucken. Also es ist in einem hervorragenden Zustand für ein gebrauchtes Buch, wirklich. Ich habe da aber auch, meine Erwartungen sind relativ niedrig, wenn ich gebrauchte Bücher bestelle. Da gucke ich nicht nach einem Kratzer oder nach einem Knick oder nach einem Leseknick oder nach Leserillen. Ich erwarte das, wenn ich gebrauchte Bücher kaufe. Und ich bin da auch wirklich, ja, also es sei denn, es ist wirklich total schmierig oder riecht so dermaßen nach Rauch. Das hatte ich auch schon, dass ein Buch dermaßen nach Rauch gerochen hat. Ich habe dann versucht, so ein bisschen was dran zu machen. Mit Kaffeepulver und draußen in die Kälte legen oder in den Gefrierschrank oder was weiß ich, was man da alles für Ideen im Internet findet, wie man so Rauchgeruch aus Büchern bekommt. Aber das war nicht möglich. Ich habe es dann tatsächlich zurückgeschickt. Das gehört dann zum Beispiel zu den ein wenigen, wenn das eine Buch im Bücherregal steht und die ganze Wohnung danach muckert, das ist dann wieder so was Grenzwertiges, wo ich sage so, nee. Und das Buch dann ohnehin auch sehr, sehr teuer war, dann denke ich mir, no. Aber ansonsten, gebrauchte Bücher sind für mich gebrauchte Bücher. Ja, guck mal, hier hast du auch hier so einen Riss. Aber ich bin ja, wie gesagt, total happy, dass der Umschlag da ist. Genau, die geheime Geschichte. Soll ich euch noch erzählen, worum es geht? Ihr wisst das garantiert alle. Aber es kann ja sein, dass der eine oder andere nicht weiß, worum es geht. Da ist die Frage. Hier steht nur kurz was auf dem Klappentext. Ich denke, das reicht auch. Ich will ja auch nicht gespoilert werden, obwohl ich durch den Krimi schon erheblich gespoilert wurde, worum es geht. Grob wusste ich es ja schon immer, aber naja, gut. Hier steht: Fünf junge College-Studenten begehen einen Mo What? Das ist ja schon total gespoilert. Also es ist eine College-Geschichte. Und ein junger Student kommt dort an die Universität, und da gibt es dann einen Kurs für Altgriechisch. Und das sind, also in diesem Kurs sind nur ein paar wenige Studenten, die offensichtlich sehr elitär sind und auch niemand großartig in ihrem Kreis haben möchten. Er kommt aber damit rein. Und wir lernen dann eben verschiedene Personen kennen aus dieser von diesen Studenten. Und ja, er rutscht dann so da rein und dann passiert was. Aber am besten guckt ihr euch die Rezension von Sarah Sophie an. Ich kann ja ihr Video mal unten verlinken. Die hat es nämlich toll wiedergegeben.
Und der Distelfink. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich auch dann demnächst lesen. Dieses kleine, feine Buch hat wie viele Seiten? Naja, über 1000, also 1020 ungefähr. Keanu Reeves, ich schmeiß mich weg. Nee, nicht Keanu Reeves. Wie heißt die von Matrix? Die hat doch auch so eine Frisur gehabt. Auf jeden Fall erinnert sie mich total an Matrix. So. Gut, hier steht nur was über Donnerstag, wo sie geboren wurde, etc. Ich glaube, das Buch ist auch gelesen und geliebt und das freut mich immer. Ich finde es toll, wenn man ein Buch ansieht, dass es wirklich gelesen wurde. Ich bin total fein so mit dem Zustand. Ja, freue mich sehr, dass die Umschläge noch da sind. Dann habe ich hier, wie gesagt, ein Buch. Da war die gebundene Ausgabe günstiger als das Taschenbuch. Ich verstehe es nicht so ganz. Von Kristin Hannah, Die vier Winde. Und zwar habe ich da schon mal reingelesen in eine Leseprobe und fand das so außergewöhnlich gut geschrieben. Und die Protagonistin ist mir innerhalb von wenigen Seiten so irgendwie nahe gekommen, dass ich gedacht habe, ich möchte es unbedingt lesen. Und Kristin Hannah hat sowieso recht viele Fans. Und das Cover finde ich wirklich total gelungen. Ich finde das so, so schön. Und das Buch ist noch nicht so alt. Wann ist es erschienen? In Deutsch 2021. Und ich lese euch kurz vor, um was es geht. Texas 1934. Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos und in den Ebenen der Prärie herrscht Dürre. Zu viel wurde gerodet. Nach Missernten droht das Land von Sandstürmen davongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit muss Elsa Martinelli eine schwere Entscheidung treffen. Soll sie um das Leben kämpfen, das sie liebt und das die Heimat ihrer Familie ist, oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere nach Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, doch die Flucht nach Kalifornien birgt neue Gefahren in sich, aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben und eine neue Liebe. Finde ich auch schon ein bisschen viel erzählt, also, was das Thema Spoilern angeht. Finde ich ein bisschen viel. Bisschen weniger Information hätte dem Buch gut getan. Jetzt weiß ich, dass sie schon sich von ihrem Mann trennt, den ich noch gar nicht kenne. Schade. Aber ja. Das glänzt so hier, diese Ähren, diese Kornähren, die glänzen so. Ah, toll. Wunderschön gemacht, wirklich. Bin gespannt. Jetzt nur noch eins. Ich habe nur noch eins. Echt? Na, das ist in einem krassen Zustand. Dafür, dass das fast Neupreis gekostet hat. Bis wir Wald werden. Von Birgit Mattausch. Das hat mich auch sehr angesprochen. Das ist auch relativ neu. Das ist von 2023 und dafür finde ich das schon ziemlich verrückt. Ja, es ist aber kein Leseexemplar, weil oft hat man auch ein Leseexemplar. Aber es ist auch gar nicht viel Text. Ich habe gedacht, es wäre viel, viel umfangreicher. Das hat gerade mal 172 Seiten. Und ich glaube, das war das teuerste, oder? Also jedenfalls eins der teureren. Okay, na gut. Aber der Inhalt, ich fand es so toll geschrieben. Ein Hochhaus am Waldrand ist das Zuhause von Nanusch und ihrer Urgroßmutter Babulja. Einst hat die Urgroßmutter ihre Urenkelin von Sibirien nach Deutschland getragen. Nun deckt Nanusch die alte Frau abends mit einer Steppdecke zu. Voller Wärme und Poesie erzählt Birgit Mattausch von einem unzertrennlichen Familienband und einer ganz besonderen Hausgemeinschaft. Wenn Babulja sagt, sie seien aus dem Frühling gekommen, weiß Nanusch, dass ihre Urgroßmutter nicht nur sie beide damit meint, sondern alle Bewohner des Hauses. Oma Elsa, die weder Hochdeutsch noch Russisch spricht, Felek, die aus Kurdistan geflüchtet ist, Vitali, der sich von seinem Hund beschützen lässt, oder Grigori, der weiß, wie man Sonnenblumenkerne im Mund schält. Jahrelang war Babuljas Küche der Mittelpunkt all ihrer Geschichten, mit den Tomatenpflänzchen am Fenster und dem Salbei an der Decke.
Doch nun ist Babulia so alt, dass sie kaum noch ihr Bett verlässt. Was bedeutet es für die Hausgemeinschaft und was bedeutet es für Nanusch, wenn die Hüterin ihrer Erinnerungen eines Tages nicht mehr da ist? Ein Familienroman, der bildstark vom Wurzelnschlagen auf betoniertem Terrain erzählt. So, gerade hat das Telefon zum richtigen Zeitpunkt geklingelt. Ich war nämlich gerade fertig mit Erzählen und habe gedacht, ich türme das mal hier so auf, dass ihr nochmal einen schönen Blick darauf haben könnt, was ich so bestellt habe. Und ich freue mich tatsächlich auf jedes einzelne Buch. Und ja, das hat sich doch wirklich toll angehört, oder? Bis wir Wald werden. Mein Gott, das klang so gut. Alles klingt so gut. Ich freue mich so auf jedes einzelne Buch. Und ja, ich muss nur mal gucken, wann ich dazu komme, das zu lesen. Denn die Frühjahrsnovitäten kommen und ich habe auch das ein oder andere Leseexemplar hier, was gelesen werden möchte. Beziehungsweise, ich schaffe es wahrscheinlich nur reinzulesen. Ich muss mal gucken. Wir haben demnächst auch einen Termin, wo wir dann besprechen, was wir einkaufen möchten. Und ja, bis dahin muss ich ein bisschen bereit dafür sein. Und dann müssen die kleinen Schätzchen eventuell noch warten, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht lese ich doch in das ein oder andere rein. Oh mein Gott, die Haifischfrauen, das interessiert mich auch so brennend. Oh. Es wäre schon toll, wenn man das so nacheinander weglesen könnte, einfach, ne? Ja, ich trinke noch weiter jetzt meinen Schokokaffee. Ja, und dann war das heute ein recht kurzes Video. Ist ja auch nicht so viel Ausbeute gewesen, aber es sind tatsächlich nur 6 Bücher. Ich habe, wie gesagt, hin und her überlegt. Es war noch dieses Secrets So Deep, wollte ich noch gerne bestellen. Und One of the Girls, da habe ich auch schon tolle Rezensionen gehört. Dieser Krimi, der, glaube ich, in Griechenland spielt und wo verschiedene Freundinnen sich treffen und irgendwie sich jede verdächtigt macht. Das hätte ich gerne auch gelesen. Aber ja, dann war, glaube ich, noch der ein oder andere Krimi, den ich dazu... Aber Barbarentage, da geht es um Surfen. Den hatte ich auch noch kurzfristig im Warenkörbchen. Aber dann habe ich gedacht, das ist so ein Sommertitel, den kann ich immer noch lesen. Jetzt habe ich ihn so lange nicht gelesen und es ist ja jetzt auch kein neues Buch mehr. Also relativ alt schon. Also ich glaube, der ist jetzt schon 3-4 Jahre erschienen. Das hat noch Zeit bis zum Sommer. Und vielleicht lese ich es dann Richtung Sommer. Aber da kommen ja jetzt auch noch so ganz, ganz, ganz viele tolle Titel fürs Frühjahr, Sommer. Und ja, man muss ja irgendwie seine Zeit eingrenzen. Ich frage mich gerade sowieso, wo der ganze Tag geblieben ist. Also wenn man morgens aufsteht, dann denkt man, oh Gott, du hast so viel Zeit. Ich habe gerade ein bisschen frei. Und da fragt man sich morgens, Gott, was machst du denn mit dem Tag? Oder wie verbringst du ihn denn am kostbarsten? Was machst du denn? Und dann im Endeffekt ist der Tag rum, da fragt man sich abends, was hast du jetzt eigentlich aus dem Tag gemacht? Hast du wirklich das gemacht, was du wolltest? Naja, aber ich habe eigentlich Ziele und Wünsche für mein Leseverhalten in diesem Jahr und ich möchte da doch schon einiges bewirken und ja, möchte so auf eine Mindestzahl an Büchern kommen, die ich dieses Jahr lesen möchte und ja, drück mir mal die Daumen, dass das funktioniert und wir sehen uns dann demnächst in einem neuen Video, wenn ihr möchtet. Und ja, ich könnte sogar noch mal ein Buchvideo machen mit meinen Einkäufen vom Dezember. Der war nämlich noch längst nicht abgeschlossen. Also bis Ende Dezember sind schon noch mehr Bücher bei mir eingezogen. Vielleicht mache ich da noch mal ein kurzes Video. Alles klar. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Bis dann.